Hey, hallo Leute, heute geht es mal um ein ganz wichtiges Thema und zwar, wie man richtig Bankdrücken ausführt, weil ich sehe im McFit-Studio wirklich, keine Ahnung, vielleicht einer von 10 macht richtig Bankdrücken und deswegen denke ich, ist es enorm wichtig, dass die Leute mal verstehen, worauf man achten muss und was wichtig ist. Und ja, los geht's. Also, das erste ist natürlich die Griffbreite, wo man viel variieren kann. Die ist letztendlich auch gar nicht so entscheidend, da kann man das nicht direkt festmachen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Wichtig ist halt eben, wenn man darauf achtet, dass man die Unterarme senkrecht hat. Also, dass man die so weit greift, dass wenn man das Bankdrücken ausführt, die Stange hoch und runter nimmt, dass die Unterarme während der ganzen Bewegung möglichst senkrecht sind, um sozusagen optimal die Kraft ja, übertragen zu können und um da halt eben keine Energie zu verschwenden. Das zweite ist auch ein sehr wichtiger Punkt, die Winkel der Arme. Das machen nämlich die meisten Leute falsch. Die meisten Leute machen irgendwie so eine Art T-Bankdrücken, also praktisch rechter Winkel der Schultern. Und das ist halt eben ganz schlimm, die Sache, weil das belastet enorm die Schultern. Führt leicht zu Verletzungen und dann ist es natürlich auch so, dass man die Brust wesentlich schlechter trifft. Also, wenn man seine Brust trainieren will, dann sollte man die Arme ein bisschen weiter eindrehen, so etwa in den 45-Grad-Winkel. Es hilft sozusagen so sich vorzustellen, dass man die Stange so zerbiegt nach vorne hin und sozusagen die Ellbogen ein bisschen eindreht. Wo jetzt der perfekte Punkt ist, muss jeder für sich selbst herausfinden. Man soll sie natürlich nicht direkt parallel zum Körper haben und dann eng Bankdrücken machen. Das geht dann auch wieder weniger auf die Brust, sondern mehr auf den Trizeps und dann hat man auch eine stärkere Belastung auf den Ellbogen, sondern irgendwo dazwischen etwa ja, sollte man sich an den 45 Grad orientieren. Ein weiterer Punkt ist dann natürlich das Setup, also die Brücke, wie man auf der Bank liegt. Ja, mach mal. Ja, eine Brücke ist halt relativ wichtig, da man dann sozusagen die Belastung auf den Schultern liegt und das heißt sozusagen von den Schultern direkt in die Bank übergeht, sodass sozusagen im Endeffekt die Belastung auf die Schultern niedriger wird, weil sozusagen ja, die Energie direkt von dem oberen Rücken in die Bank reingeht und da sozusagen nichts abknicken oder abbrechen kann. Zudem ist es so, dass man in einem vorteilhafteren Winkel ist, wenn man eine Brücke macht. Man kann halt eben den Brustmuskel effektiver benutzen, wenn man halt sozusagen das normale Bankdrücken in eine Art Negativbankdrücken verwandelt. Zudem die Füße, das ist auch sehr wichtig, sollten nicht oben sein, sondern sollten stabil auf dem Boden stehen, damit man halt eben sicher steht und halt eben auch diese Brücke gewährleisten kann, weil also einerseits ist es sehr schwierig, mit Füßen in der Luft eine Brücke zu machen und dann ist man noch umso unstabiler und deswegen Füße auf dem Boden stabil stehen, Brücke machen und dann seid ihr stabil und sicher auf der Bank. Falls jetzt aber jemand sagt, ey Robin, das ist aber Powerlifting-Style Bankdrücken, dem möchte ich nochmal sagen, nein, beziehungsweise ja, es ist Powerlifting-Style Bankdrücken, aber es ist trotzdem auch für jede Art für jede andere Sportart die effektivste Art Bankdrücken zu machen. Dem möchte ich hier nochmal diesen Clip zeigen, wo man halt eben sehr schön sieht, dass meine Brust arbeitet. Und das heißt, auch für Muskelaufbau im Brustmuskel, den ja viele von euch sicherlich anstreben, die ja eher so in der Bodybuilding-Schiene sind, kann ich nur empfehlen, Bankdrücken so zu machen. Es ist sicher und es ist effizient und ihr schafft sozusagen, ja, mit keiner anderen Ausführung einen besseren Muskelwachstumsreiz im Brustmuskel.